17.45 Uhr, kurz vor der Kundgebung am Samstag, Wir lieben Gera, ein Ableger der fremdenfeindlichen Jigida, wollte ich von den Teilnehmern erfahren, warum sie denn den Aufruf gefolgt waren. Wenig Unmut über die aktuelle Politik, und damit meinen wir mal nicht die Ausländerpolitik, weil das nicht wirklich unser Problem ist, sondern vielleicht Monopoly oder Roulette-Kapitalismus, könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Auf jeden Fall sind wir wegen diesen Geschichten hier. Das kann nicht sein, der Zufluss hier, ewig und drei Tage. Man muss immer ein bisschen kontrolliert alles sein, immer ein bisschen mehr einen Überblick hat. Ja, genau. Deswegen wollen wir uns das mal an, gucken mal, was da los ist und schauen mal. Ja, weil wir das als unsere Pflicht erachten. Was? Die Demo heißt ja heute, wir lieben Gera. Ja, es geht um Gera einmal und um anderen darum, dass nicht über unsere Köpfe weg entschieden werden kann, bestimmte Sachen, mit denen wir nicht einverstanden sind. Ja, weil wir für unser Recht kämpfen. Ja, ganz genau. Weil es so nicht weitergehen kann in unserer Stadt. Was geht nicht? Was kann nicht weitergehen? Für alte Kinder ist kein Geld da, aber für ein Krankenhaus zu übernehmen. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Natürlich versuchte ich, auch mit der Anmelderin ins Gespräch zu kommen. Es ist wohl einfacher, in der Masse zu schwimmen, als Gesicht zu zeigen. Aber nicht nur sie wollte nichts sagen, viele habe ich gefragt und viele Absagen erhalten. 1500 Teilnehmer zählte die Kundgebung laut Polizei. 1500 unzufriedene Bürger quer durch die Gesellschaft, aber vor allem NPD-Mitglieder und Sympathisanten. Zumindest mein Eindruck. Hauptredner der Kundgebung war David Köckert von der NPD, aber auch Fritz Petzold von der SPD aus Gera sah und hörte man am Mikrofon. Ob dies der richtige Ort war, um seine Meinung zu sagen, lasse ich mal hier im Raum stehen. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Und immer wieder stimmte der NPD-Mann den Ruf von 1989 an. Wie die Masse aber wirklich dachte, konnte man an den folgenden Sprüchen erahnen. Ein Gesicht der Bürger Leipzigs von 89 traf ich auf der Anti-Asyl-Demo an der Salvatorkirche. Der ehemalige Bürgermeister von Leipzig. Herr Minister, wieder mal in Ihrer Geburtsstadt. Warum? Seit Wochen und Monaten melden die AfD oder die Tygida oder Neonazis Demonstrationen an. Und ich bin gern hier, um diejenigen zu unterstützen, die Gesicht zeigen, die Zivilcourage haben, die sagen, auf unseren Straßen sollen keine Parolen gegen Ausländer skandiert werden, sollen Neonazis keine Chance haben. Und das möchte ich gerne unterstützen. Seit wann sind Sie denn heute hier? Ich bin um 7 hier und stehe hier, um diejenigen zu unterstützen, denjenigen beizustehen, die nicht hinter der Gardine bleiben, sondern die kommen und sich zeigen. Es gibt Menschen offensichtlich, die Ängste haben, seien sie begründet oder unbegründet. Und diese Menschen suchen einen Ort, wo sie ihre Sorgen artikulieren können. Ich meine, das ist der falsche Ort. Man geht nicht auf eine Demonstration, die von Neonazis angemeldet ist. Man läuft nicht denjenigen hinterher, die Hassparolen schreien, die gegen Flüchtlinge sind, also gegen Menschen, die ein ganz, ganz schweres Schicksal haben und hier in Deutschland Zuflucht suchen. Das tut man nicht. Man artikuliert seine Sorgen, wenn man sie denn hat, in einer Bürgerversammlung oder man spricht mit Politikern oder man sucht sich einen anderen Ort. Aber man geht auf keinen Fall dorthin, wo diejenigen an vorderster Front sind, wo diejenigen oben auf dem Podium stehen, die den Hass sehen wollen. Das ist nicht gut für Deutschland. Und da hilft es auch nicht, dass man sagt, dass man Ängste fühlt. Und zum anderen müssen wir mal drüber nachdenken, wie wir die schwierigen Probleme, vor denen wir jetzt stehen, besser lösen können. Ich weiß, dass die Bürgermeister, die Landräte, dass die Oberbürgermeister mit dem Kreuz an der Wand stehen und viele alltägliche Sorgen nicht mehr lösen können. Das sieht natürlich die Bevölkerung auch. Und da ist mein Appell insbesondere in Richtung Berlin. Wir brauchen hier klare Regelungen, die Finanzen reichen vorne und hinten nicht. Und dann wächst natürlich Schritt für Schritt auch die Sorge, ob wir noch in der nächsten Zeit dem Ansturm Herr werden. Und hier erwarte ich ganz klare Antworten. Ich bin enttäuscht, dass zum Beispiel Thomas de Maizière seit Monaten keine konkreten Antworten darauf gibt, wie die Kommunen mit diesem Problem fertig werden sollen.
Ich weiß, dass hier ganz, ganz viele unterstützen, ganz viele ihre Türen aufmachen. Viele Vereine, viele Verbände, viele Kirchen engagieren sich. Aber das reicht eben nicht. Wir müssen das organisatorisch in den Griff kriegen. Und ich denke, das können wir schaffen. Jetzt wurde hier wieder in Gera und auch in Erfurt wird skandiert, wir sind das Volk. Ist es wirklich das Volk, was auf den Straßen ist? Die Menschen sollten sich schämen. Wir sind das Volk. Das ist der Ruf, den wir in Leipzig, in Plauen, in Dresden und auch hier in Erfurt und Gera auf der Straße skandiert haben im Herbst 89. Und da war unser Ziel offene Grenzen, unser Ziel war Demokratie, unser Ziel war Solidarität, auch mit den Menschen, die es schlechter haben als wir. Wenn man einen solchen Ruf skandiert und genau weiß, dass man nicht die Mehrheit der Bevölkerung darstellt, wenn man einen solchen Ruf skandiert und genau weiß, dass man damit diesen Ruf entwertet aus dem Herbst 89, dann müsste Wir sind das Volk diesen Menschen eigentlich im Halse stecken bleiben. Dankeschön. Wir sind das Volk! War das wirklich das Volk, was da durch die Straßen Geras zog? Wohl nicht, denke ich. Ich machte mich auf, das andere Volk zu suchen. Die, die nicht so laut sind, aber dafür Hilfe leisten. Ich habe viele gefunden und mit ihnen gesprochen. Ich wollte eigentlich ursprünglich für die Flüchtlinge sortieren und für die Flüchtlinge mithelfen, ehrenamtlich. Und da arbeiten schon viele Leute hier und die arbeiten den ganzen Tag hier und sind sehr fleißig. Und ich wollte nicht, dass sie immer zum Döner oder zum Essen gehen müssen. Dann habe ich gesagt, ich koche für euch und dann könnt ihr ordentlich auch für die Flüchtlinge sortieren und für die Flüchtlinge arbeiten. Und so mache ich Essen und mache gesundes Essen, ich koche alles frisch. Und wer gut essen kann, kann auch gut arbeiten. Und somit werden die Flüchtlinge und die eigenen Leute hier in Gera versorgt. Jetzt sag ich mal, wie viele Tage in der Woche machst du das? So viel wie Essen gebraucht wird. Wenn hier gearbeitet wird, dann gibt es gutes Essen. Warum? Warum machst du das? Warum hilfst du? Ja, weil ich eigentlich den Flüchtlingen helfen wollte. Aber wir haben so eine gute Gemeinschaft hier überhaupt in der Einrichtung. Und die sind mir ans Herz gewachsen, wir sind Freunde geworden. Ob es Flüchtlinge sind oder Leute aus Gera, spielt für mich keine Rolle. Für mich sind sie alle gleich. Aber du bist nicht aus Gera, du bist keine Gera. Nein, ich bin nicht aus Gera. Ich bin ja seit kurzem hier, ich bin noch nicht so lange in Gera. Aber ich fühle mich sehr wohl in Gera. Ja, wo kommst du her? Ich komme ursprünglich aus dem Schwabenland, aus Ravensburg, wo die schönen Spiele hergestellt werden. Ich war aber 20 Jahre in Italien und bin erst seit kurzem wieder in Gera hier. Und warum hilfst du hier? Weil ich das richtig finde, Flüchtlingen zu helfen und ich versuche hier so ein bisschen zu unterstützen. Ich habe zurzeit viel Zeit, weil ich im Schwangerenverbot bin und finde das halt ganz wichtig, da so gut ich kann halt mein Bestes zu tun. Ich kann nicht viel tragen, ich kann nicht die ganz schweren Sachen machen, aber ich kann halt die Kleinigkeiten mit unterstützen. Ich kann die Christa in der Küche unterstützen, ich kann mit sortieren und ich finde das wichtig. Das Sortieren ist wichtig für die Flüchtlinge, dass die dann ihre Sachen bekommen, dass sie ausgekleidet werden, ausgestattet werden mit Kleidung, mit allem Hygieneartikeln, was sie ja sonst gar nicht haben oder haben würden, wenn wir nicht sortieren würden. Oder generell, wenn es nicht mal die Spenden geben würde. So rum. Und dann zeigte man mir die Berge von Spenden. Säckeweise Sachen in allen Größen. Ja, auch diese Sachen kommen vom Volk. Tag und Nacht wird hier sortiert. Normalerweise steht hier eine Tischtennisplatte. In Schichten muss gearbeitet werden. Nicht nur sortieren, auch Deutschunterricht ist angesagt. Jetzt ist Pause, muss die Ehrenamtliche sagen, sonst wird hier durchgemacht. Und dann hörte ich gespannt zu, kam ins Gespräch. 3 Monate. Ich bin 3 Monate in Deutschland. 3 Monate in Syrien. Ich bin Anwalt vom Beruf. Der ist übers Meer gekommen mit dem Boot. Und wie Tariqa die geht via bil Meer? Bil Meer? Ja, bil Bahar. Ja. Mit wie vielen Leuten war er auf einem Boot? Mit kam Schachs kanu ma'ak lama kentu bil Yacht au al Safina? 260 Schachs. Kadde? 260 Schachs. 260. Und wie bist du dann weiter in Italien gewesen? من وين طلعت من مصر من لوين رحت على هي الخطه كانت على لوين رحت من مصر لاي دوله ثانيه رحت لليونان يونان Griechenland und von Griechenland aus dann من اليونان weiter nach مقدونيا مكادونيا Mazedonien und dann Serbien und dann Österreich und dann Deutschland. Man, Sie machen hier so eine Art Lehrerin. Warum machen Sie das?
Ich möchte hier helfen, weil so viele Leute herkommen, die einfach Hilfe brauchen. Und ich sehe, wie viele Leute kommen und viele Leute müssen hier Unterstützung geben, dass die deutsche Sprache gelernt wird. Ohne deutsche Sprache wird die Integration nicht gelingen. Und ich bin ganz spontan gekommen. Ich habe Ferien. Ich bin Berufsschullehrerin und habe am Wochenende überlegt, was ich tun kann und habe bei der Claudia angerufen und habe geschaut, dass hier Deutschunterricht anfangen sollte, letzten Montag. Ja, und seitdem bin ich jeden Tag hier, freue mich, weil die jungen Menschen alle lernen wollen, mit großer Begeisterung. Ich muss aufpassen, dass ich Pause machen kann. Die wollen immer weiter lernen. Und die schon etwas können, die helfen sich auch sehr gut gegenseitig. Das ist ganz wichtig. Ich möchte Hilfe zur Selbsthilfe geben. Wenn meine Ferien vorbei sind, gehe ich wieder auf meine Arbeit. Dann komme ich nur noch wenig hierher. Und ich möchte, dass die Schule hier weitergehen kann und dass so viele wie möglich Menschen die Gelegenheit bekommen, unsere Sprache, sich mit unserer Sprache vertraut zu machen. Die möchten arbeiten. Der ist Elektriker, der möchte arbeiten, also muss er Deutsch lernen. Und er will Deutsch lernen und das ist einfach nur schön. Gibt es einen Unterschied zwischen deutschen Lehrling und syrischen Flüchtling, Deutsch zu lernen? Also unsere Lehrlinge sollten Deutsch können, aber ich bin jetzt in der Antwort etwas vorsichtig. Ich habe Schüler, die sehr gerne lernen, aber viele Schüler sind sehr satt und können nicht schätzen, was in der Schule für sie getan wird. Und noch ein Raum voller wissbegieriger Menschen. Alle, die Angst vor dem Fremden haben. Alle, die glauben zu wissen, dass die Asylbewerber unsere Gepflogenheiten nicht kennen, können ihnen es doch hier beibringen. Sich über alles aufregen ist das eine. Helfen ist das andere. Tee. Alle? Enrique, die Zuschauer kennen dich eigentlich aus dem Fernsehen bei unserer Nachrichtensendung. Was machst du hier? Ich arbeite hier seit circa 4 Wochen ehrenamtlich und ich unterrichte Deutsch. Ich helfe den Menschen, wenn sie Probleme haben und es macht viel Spaß. Ich weiß ja, du bist selber Schülerin. Wie ist das jetzt, wenn man plötzlich Lehrer ist? Eigentlich nicht viel anders. Also man kramt erstmal den ganzen Schulstoff, den man in der Grundschule hatte, wieder raus und fängt dann wirklich beim, auf Deutsch gesagt, Urschleim an. Aber man merkt, dass die Menschen wirklich Deutsch lernen wollen. Sie sind unheimlich dankbar, sie stellen Fragen und es macht unheimlich viel Spaß, die Leute zu unterrichten. Wie bist du dazu gekommen? Ich bin über einen Flüchtling dazu gekommen. Ich habe einen Flüchtling in der Stadt kennengelernt und er hat dann gemeint, ich soll doch mal mit zum Akzeptanz e.V. kommen. Und ich wurde hier angenommen wie in einer großen Familie. Und seitdem bin ich auch eigentlich jeden Tag mit hier. Akzeptanz, das ist so ein Wort. Wirst du in deiner Klasse akzeptiert, das, was du jetzt machst? Auf jeden Fall. Generell auf meiner Schule haben viele Leute nachgefragt, wo kann man helfen, wie kann man sich mit einbringen. Es waren auch schon einige Leute mit hier und haben mit angepackt und es ist eine große Resonanz auch aus der Schule, die mithelfen wollen. Was nimmst du für dein Leben mit? Unheimlich viel Erfahrung. Für mich ist das hier wie Reisen. Ich lerne jeden Tag ein Stückchen mehr von einer anderen Kultur, die ich nicht kenne, nehme ich mir mit und ich lerne nebenbei auch noch ein bisschen Arabisch und es ist eine Bereicherung. Sind die freiwilligen Helfer auch Volk? Ja, es wird sicher Veränderungen in der Gesellschaft geben. Aber deswegen in Fremdenfeindlichkeit zurückverfallen? Haben wir nicht alle das Recht auf ein Leben ohne Krieg und Verfolgung? Was wäre wenn? Wir sind das Volk.